Hallo zu einem neuen Video. Heute habe ich euch ja versprochen, meine Küche neu abzufilmen, weil ich da einiges geändert habe. Und Lucy spielte nebenbei, also nicht wundern. Aber es hat sich schon ein bisschen was geändert, wie ich es eigentlich geplant hatte. Von daher zeige ich es euch jetzt mal. Wer auf Instagram meine Stories gesehen hat, hat ja gesehen, dass ich mir dieses Jahr diese Kiste hier gekauft habe. Und mein eigentlicher Plan war, diese Kisten, so wie sie sind, in diese Schubfächer hier reinzustellen von unserer Campingküche. Das habe ich nur nicht gemacht, wie ihr seht. Also habe ich es jetzt anders eingeräumt. Und zwar habe ich es einfach so gelassen. Ich hatte nämlich eigentlich die Bretter geholt, weil ich die hier reinlegen wollte, dass ich nochmal Regale habe. Aber am Ende habe ich mir gedacht, kann ich ja auch, was übrig bleibt und was weg muss, hier reinlegen. So, sorry für die Unterbrechung. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich diese Schubkästen hier reinstellen, aber hatte dann das Gefühl, dass das für hier zu schwer ist. Ich hatte ja sonst immer alles einzeln hier reingeräumt und deswegen habe ich es jetzt einfach anders gemacht. Ob mir das jetzt so für die Zukunft so gefällt, kann ich euch nicht sagen, aber ich zeige euch auf jeden Fall, was ich jetzt hier dabei habe. Und dafür fangen wir mal ganz oben an. Habe ich hier einen Herd. Den habe ich immer abgedeckt, weil sonst die Platte so heiß wird. Hier habe ich meinen Tischmülleimer verschlossen mit so Schälern und sowas. Und dann habe ich ja hier diesen neuen Wasserspender von Action, der sehr praktisch ist. Meine faltbare Aufwaschschüssel. Ihr seht, ich muss noch aufwaschen gehen. Und das habe ich schon abgewaschen. So, und dann habe ich hier noch ein Abwaschtuch und dann haben wir hier das erste Fach. Im ersten Fach drin sind Teller, Schnittbretter, noch ein Ersatzaufwaschlappen. Dann habe ich hier noch einen Müllbeutel, das war aber jetzt noch Rest. Dann habe ich hier ein Brötchenmesser, ein Schneebesen, ein Schäler, einen Rührstab, ein scharfes großes Messer, ein Dosenöffner, noch ein Rührstab, eine Schere, so eine Spaghetti-Dingsbums. Dann habe ich hier noch einen Flaschenöffner. Hier habe ich noch so einen Käse-Dings, ein bisschen Werbegeschenk. Ein scharfes Messer, eine Kelle, einen Pfannenwender und meine Gewürze. Und hier unten noch einen Korkenzieher. Und nochmal Pfeffer und Salz. Genau, und eine Grillzange. Hier hinten ist jetzt der Gurt, mit dem ich diese Schubkästen bei der Fahrt befestige. Dann habe ich hier zwei Gläser aus Plaste. Dann hier habe ich so zwei Bambusbecher und noch Thermobecher und noch einen Becher hier zum Verschließen mit Strohhalm für die Lucy. Also Becher haben wir ein bisschen viele, aber man weiß ja noch nie, wenn man nicht gleich aufwaschen gehen will. Da drauf lagere ich dann noch hier die Schüsseln. Und hier am Rand haben wir noch Schnittbretter. Genau, das ist in dem ersten Fach. So, dann haben wir hier das zweite Fach. Es hängt immer ein bisschen. Da hatte ich jetzt die Rechnung noch drin liegen. Hier habe ich unser schönes Camping-Logbuch. Das müssen wir wieder ausfüllen. Dann habe ich hier ein aufblasbares Kissen. Das haben wir jetzt auch gar nicht probiert. Das wollen wir mal testen. Dann habe ich hier noch so ein Picknick-Set mit Tellern. Es ist immer sehr praktisch, wenn wir ganz viel Obst aufgeschnitten haben oder wenn dann doch mal der Papa kommt und wir grillen. Wir brauchen mal einen Teller mehr. Dann haben wir hier noch Lampen, die haben wir abends an. Hier drin ist dann noch unser Reiseföhn, so ein kleiner Klappbacher. Bis jetzt haben wir ihn allerdings noch nicht gebraucht. Da habe ich dann hier auch einen Gurt. Dann haben wir hier noch eine Mülltüte, das ist unser Messbecher. Hier hinten habe ich noch solche Reisereinigungstücher. Und Servietten, hier hinten noch ganz viele Servietten. Warte. Und eine faltbare, ausziehbare Fliegenklatsche. Dann habe ich hier noch so eine Box. Und in dieser Box sind so verschiedene Sachen drin, wie Schreibblöcke, also nochmal Schreibblockkalender, Spiel, ein Wasserball, Seifenblasen, dann so Tischklammern, Direktklammern für die Wäscheständer, Stifte, einen Wäscher hatte ich noch. Dann das ist ein Regenponcho, Mülltüten, ein kleines Memory, Feuerzeug, elektronische Kerzen, ein bisschen Strick und noch ein Flaschenöffner. Ja, also noch so ein bisschen Kleinkram, der sich dann halt immer angesammelt hat. Der ist halt jetzt hier drin. Habe ich halt immer in dieser Box, weil es von Anfang an so in dieser war, habe ich es gleich so reingestellt. Und dann passt das hier wieder schön rein. Zusätzlich kommt dann hier beim Transport noch rein unser Mülleimer, der jetzt oben auf dem Herd stand. Hier unten in der Box sind noch verschiedene Sachen. Ich habe jetzt noch eine neue Reibe geholt, wenn wir mal Gurkensalat machen wollen. Ihr seht, die ist noch ganz neu, die muss ich noch abwaschen. Da habe ich dann auch erstmal den Gurt hier drin gelagert, den ich ja eigentlich zum Zumachen brauche. Ich habe einen Scheuerlappen, falls das Zelt mal so verschmutzt ist, dass ich es scheuern muss.
Ich habe einen kleinen Tischschaufel und Besen für den Tisch. Den habe ich eigentlich immer draußen liegen. Lasse ich gleich mal draußen liegen. Dann habe ich hier noch zwei große Schüsseln. Da gehört dann noch die eine mit dazu. Wenn wir jetzt länger unterwegs sind, dann tue ich hier dann auch die ganzen Klammern rein und tue die mit zum Wäscheständer. In dem Fall habe ich sie jetzt gleich mal drinnen gelassen für die zwei Tage. Hier haben wir noch unsere große Rührschüssel. Dann kann man hier die Tische und die Schränke so gut aushängen. Hier haben wir noch der Lucy ihre Taschenlampe, falls wir die mal brauchen. Hier hinten sind noch die Räder, die eigentlich bei dem Tisch dabei waren. Hier haben wir noch einen Sanikasten, einen kleinen. Hier haben wir noch, das ist so ein Nagelset, das hatte ich mal geschenkt bekommen. Und da war dann halt, habe ich dann halt noch so eine Nähsachen drin, Pinzette, halt alles dabei. Dann habe ich hier noch unsere schöne Lampe, die hatte ich auch eigentlich immer draußen stehen. Ich hatte es jetzt noch nicht gemacht, wo es jetzt so gewittert hat. Aber vielleicht könnt ihr die ja heute mal rausstellen. Dann werdet ihr jetzt lachen, weil ich so viele Aufwaschdinger habe. Aber ich habe immer Angst, dass wenn ich neue packe, mir vergesse, wieder neue reinzutun. Deswegen tue ich gleich ein paar mehr rein. Die nehmen nicht allzu viel Platz weg und sind nicht so schwer. Hier unten haben wir noch Strohhalme und nochmal Seifenblasen. Und dieses große blaue Ding hier ist unser Reisewasserkocher. Falls wir halt Tee kochen wollen oder auch mal Krümelkaffee, hätten wir das. Genau. Wenn ihr wissen wollt, wie ich ursprünglich diesen Schrank hier eingeräumt hatte, dann könnt ihr hier oben in der Roomtour vom letzten Jahr nachgucken. Da hatte ich ja den hier drüben noch nicht. Der Sinn und Zweck an diesem Schrank ist jetzt einfach, ich muss die Sachen, habe ich sonst einzeln in der Kiste gehabt und musste die einzeln immer hier reinräumen. Und genau das beim Ausräumen auch, was viel Arbeit macht. Und das bei den vielen kleinen Sachen. Das muss ich jetzt nicht mehr. Ich nehme die Kiste aus dem Auto, stelle sie hin und bin fertig. Dafür habe ich jetzt den Schrank ja noch da. Ich habe es jetzt hier natürlich gemacht. Ich habe hier noch Besteck. Das Besteck ist eigentlich dann noch in dieser Besteckbox drin. Und das habe ich aber jetzt hier einzeln gemacht, dass man schneller rankommt. Und hier habe ich auch noch so ein Faltding, und damit es ein bisschen Krimskrams drin lagern kann. Hier hinten habe ich jetzt die Heringe für die Sonnensegel. Das hätte ich jetzt auch im Auto lassen können, wenn wir es gerade nicht brauchen. Und das ist nur die Tüte für meine faltbare Spülschüssel. Also hier ist jetzt nicht sonderlich viel drin. Hier habe ich jetzt noch einen Sack. Da ist immer Schaufel und Besen drin und unser Ableger, der hier vorne liegt. Und auch diese gelben Glocks, die da gerade waren. Und mein Besen, der ist hier drin, den habe ich jetzt da reingetan. Und hier habe ich, so wie sie war, die Kiste, alleine schon zum Beschweren, die Kiste mit Töpfen und Pfannen reingepackt. Ja, hier habe ich noch so einen faltbaren Eimer. Den habe ich jetzt hier aufgehangen an dieses Teil. Das hatte ich auch in einem Video mit den 10 Utensilien, glaube ich, war es. Ich blende es hier oben ein. Hatte ich das vorgestellt. Und da ist es praktisch, da kann ich den Mülleimer dranhängen. Habe jetzt die Tüten gekriegt und habe die jetzt hier reingetan und mit Klammern einfach so getrennt. Sehr praktisch, wie ich finde. Genau, also mir tut jetzt zwar ein bisschen leid, weil ich jetzt hier in dem Schrank gar nicht mehr so viel drin habe und den so intensiv nutze. Also wird sich aber vielleicht auch noch ändern, wenn, keine Ahnung, ich mir das überlegt habe, wie ich es jetzt wirklich dann am Ende nutzen möchte. Ich wäre auch, wenn das abgewaschen ist, kann ich das hier reinstellen. Da hat man hier nochmal Ablagefläche. Also wir haben jetzt einfach dann dadurch auch mehr Stauraum gewonnen. Wir haben nicht mehr eine große leere, halbleere Kiste da drüben rumstehen. Und ich komme an alles schnell ran, wenn ich was brauche. Was nämlich auch das Problem war, dass die Heringe immer ganz unten in der Kiste waren. Das Problem habe ich jetzt so gelöst, dass ich hier noch eine kleine Kiste habe. Da ist alles Heringe, Lampen, Schlösser und all so ein Zeug dann drin. Genau. Und dann denke ich, so haben wir das ganz gut organisiert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also habt jetzt meine Umsortierung der Küche quasi gesehen. Die Töpfe habe ich jetzt nicht ausgepackt wieder. Also bei den Töpfen sind zwei kleine Töpfe drin. Einen mit Deckel, einen mit langem Griff und eine Pfanne. Aber das macht jetzt auch keinen Sinn, euch das zu zeigen, weil da bin ich durchaus noch am Optimieren. Das nimmt viel Platz weg und ist verdammt schwer. Wer jetzt gutes, nicht allzu teures Kochgeschirr hat, wo auch mal ein bisschen was reingeht, wo man schön Nudeln kochen kann, dann schreibt mir das mal bitte, verlinkt mir das bitte in die Kommentare oder schreibt mir, wo ihr es gekauft habt, wie es heißt. Weil da suche ich wirklich noch was. Also deswegen habe ich es jetzt noch nicht ausgepackt. Ich habe dazu ein faltbares Sieb. Das habe ich euch in dem Video, wo wir an der Aumatalsperre waren, blende ich euch oben ein. Da habe ich euch das Sieb gezeigt. Das ist da auch noch mit drin. Aber so mit den Töpfen, das sind halt meine alten Töpfe aus meiner Küche, die ich nicht mehr brauchte. Aber es ist nicht die optimale Lösung. Ich meine, gut, jetzt habe ich natürlich den Stauraum. Jetzt kann ich es da unten einpacken. Jetzt passt es. Aber es ist noch nicht da, wo es hin soll. Genau. Ja, aber jetzt habt ihr gesehen, was ich alles in diesem Schrank habe, was ich da mit habe, was ich da nutze.
oder nutzen könnte. Er meinte, es ist ja noch nicht benutzt, wie jetzt die Reibe, die habe ich aber auch erst jetzt letzte Woche geholt. Ja, wir sind ja jetzt hier im Moment in Pana. Dazu gibt es dann auch noch einen Vlog. Wenn der online ist, verlinke ich ihn euch. Und es gibt auch noch, haben wir heute gefilmt für euch, den 10 Dingen, die das Camping unerträglich machen. Das hat die Lucy mitgemacht, das verlinke ich euch hier unten. Ansonsten gebt bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Falls ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es bitte rein, dass ich euch die Frage beantworten kann. Was ich nämlich zum Beispiel jetzt auch nicht gezeigt hatte, hier steht gerade Playmobil, aber hier diese Halterungen, die sind auch Gold wert. Genau. Ansonsten war es das jetzt. Abonniert gerne hier den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Dann kriegt ihr mal eine Meldung, wenn ein neues Video online geht. Und dann sage ich, bis bald.